Hallo meine Lieben, heute machen wir nur ein kurzes Zwischenvideo, ein schnelles Video. Warum? Ich habe immer noch die Männergrippe, oder wie sagt man das so schön? Männergrippe. Männergrippe, ja. Und halte mich da etwas zurück momentan, habe aber Besuch da und den will ich euch natürlich nicht vorenthalten, auch wenn ihr bei denen dann selber die Videos noch anschauen könnt. Ja, wen haben wir denn da? Einmal den McTofu. Yay! Ja, kommen Sie mal hinter mich hier. Warum McTofu? Warum McTofu? Der blöde Hund macht den Tofu heute hier bei mir. Du wolltest das, du... Also, Leute, ich sag's gleich, kommentiert's bei ihm, dass das ein ungültiger Versuch ist, weil den Tofu muss er bei sich alleine einzeln machen. Nein, nein, der Michi... Ohne Hilfe. Der Michi wollte das, der Michi hat auch angestiftet, nein, also muss es einfach aufwarten, darf das mit probieren und das zählt als Versuch. Ja. Aber er muss noch ein Tofu-Video bei sich alleine zu Hause machen. Nach heute werde ich nie wieder Tofu anlangen. Ja, und das Gemeine ist nämlich, er hat nämlich richtige fachkundige Hilfe bekommen. Ich habe nämlich noch weiteren Besuch hier. Kommt's hier mal. Stellt es euch am besten gleich selber vor. Hallo, ich bin die Nicole von Bösis Cook & Barbecue. Und hier hinten ist noch der Olli. Hallo, servus. Ja, und sie hilft McDutch, McTofu an McHau mich tot, wie er zuletzt genannt wurde. McDöner wurde auch schon genannt. Ja, und ich halte halt jetzt ein klein bisschen drauf, was sie so machen, aber die Endergebnisse müsst ihr dann bei denen auf dem Kanal angucken. Wird der Michi verlinken? Genau. Unten drunter sind dann die Links direkt zu den zwei Kanälen. Also ich habe hier draußen schon mal den Monolith angeheizt. Wollte mir doch glatt der McDutch das Ding anfeuern. Haut mir an Wachskohleanzünder da rein. Ich hätte ihn ja fast erschlagen, als er dann noch zusätzlich den Anzündkamin mit Kokoskohle-Briketts angefeuert hatte, wo er auch da reinhauen wollte. Da wäre es fast ganz aus gewesen. Mhm. Du brauchst dich gar nicht von hinten so anschleichen. Ich hab dich schon verpetzt. Ja. Also ich habe den Grill noch gerettet. Und da wird jetzt dann das Zeug vom Olli draufkommen. Und jetzt gucken wir mal nach, was der macht und der McTofu. So, ich werde jetzt hier mal anfangen, dass ich meinen Tofu hier ein bisschen zurechtschneiden werde. Was machst du hier überhaupt? Erklär mir das doch mal für meine Zuschauer. Also, dann mache ich meine Kerne mal aus. Genau. Was mache ich genau? Wir haben hier geräucherten Premium der Spitzenklasse. Und aus diesem Tofu werden wir uns heute so kleine Cordon Bleus machen. Auf zweierlei Varianten, einmal die nach Nicole Art und einmal auf die nach meiner Art. Mal schauen, welche das da besser funktioniert. Also wir werden das wirklich wie ein Cordon Bleu dann. Also der Tofu ist unser Fleischersatz. Fleischersatz, wenn man es überhaupt so nennen kann. Einmal dann füllen mit Käse und mit Schinken, wie so richtig Cordon Bleu. Unglaublich, der redet schon wieder viel zu viel und merkt gar nicht, dass ich die Cam schon längst umgedreht habe. Also im Prinzip, er versucht was Schlechtes mit guten Zutaten zu machen. Ja, jetzt schauen wir mal, was draus wird. Oh mein Gott, Leute. Aber jetzt fragen wir noch ein Bösi, was er vorhat. Und ich hoffe, dass das leckerer wird. Dann erzähl du uns noch schnell, was du machst Leckeres heute. Ja, also das ist ganz schnell erklärt. Wir haben 2,3 Kilo Schweinenacken, den haben wir schön gerappt. Den hauen wir drauf, machen ihn schön langsam auf Temperatur. Und dazu gibt es noch gesmokte Kartoffel als Püree mit ein bisschen Speck und wenn es klappt, noch Röschzwiebeln. Na Gott sei Dank macht einer was richtig Gutes. Ja, also, aber muss ja. Wie gesagt, ich werde dann irgendwann, während die die Videos machen, dann komplett aussteigen, damit ihr nämlich bei denen selber auf den Kanal guckt. Mhm. Und jetzt schauen wir uns noch das Fleischstück an. Ja, Tofu. Ja gut, Schinkenkäse geht noch, aber hier haben wir jetzt den schönen Schweinenacken. Mit was hast du den gerubbt? Den habe ich gerubbt mit ein bisschen Öl und Hanse Gewürze Barbecue Fajita Rub. Okay, da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Na lecker natürlich. Ja, gut Leute.
Und für was ist der Rohschinken dann? Na, den brauchen wir nachher für unsere Kartoffeln. Oh, Geilomar 2000. Na. Okay, Leute, dann ja, lassen wir die beiden weiterfilmen. Ist das da hinten das Ding, was der McTofu zusammengebastelt hat? Natürlich, er wollte ja nicht hören. Oh mein Gott, also ich hätte da bloß eine Tasche reingeschnitten und nicht das ganze Ding halbiert. Ja, das ist es, wenn man nicht auf die Frauen hört. Ja. Wird man dann immer gleich bestraft. So, und jetzt kommt mein Versuch. Warte mal, Nicole, stopp. Ja. So, ja. Jetzt halbieren wir den Tofu. Jetzt haben wir zwei Hälften und jetzt schneide ich eine kleine Tasche hinein. Darfst ruhig ein bisschen lauter sprechen. Geht nicht immer. So, jetzt haben wir da eins und jetzt nehmen wir das zweite. Das nennt man sofort den Tofu-Profi. Hahaha. Ha, ha. Pass auf, dass du dir nicht die Finger kaputt schneidest. Hast du eine Ahnung? Das tut alles weh. Mach doch nichts. Meine Hände sind alles gewöhnt. Also so. Du machst es auf alle Fälle vernünftiger. Leute, das haben wir jetzt schon gesehen. Und wie gesagt, das Ergebnis werdet ihr dann auf den jeweiligen Kanälen sehen. Damit sind wir in diesem Video mit dem Tofu raus. Gott sei Dank, weil das Gejammer, aber wer weiß, vielleicht schmeckt es ja wirklich, die haben da einen geräucherten Tofu eingekauft. Lassen wir uns überraschen, probieren werde ich auf alle Fälle, aber das sage ich denen da drin jetzt nicht, also ich bin echt gespannt drauf. Gut, dann wird jetzt dann gleich der Schweinenacken auch auf den Monolith wandern und dann gucken wir mal, wie lange wir das Video noch machen. Oder muss dann auch schon beenden? Oder vielleicht später noch? Naja, wir werden sehen. Einmal ausschalten und dann vorsichtig öffnen. Und dann schön mittig positionieren. Schmeiß drauf, die Sau! Jawohl. Mittig. Geht doch nicht. Doch, du kannst doch ein bisschen nach hier vorne. Das ist doch. Gut. Schielst du? Nein. So, jetzt muss irgendeiner einen Deckel zu machen. Deckel zu, Schweinchen tot. Und da lassen wir es jetzt mal drauf, denke ich mal, also mindestens 3 Stunden wird es dauern, bis wir so weit sind. Aber es wird geil werden. Na, hoffe ich doch. Ja, das bestimmt. So sieht's aus, wenn der Michi filmt. Ach Gott, du schon wieder. Und meine Frau filmt, wie sich zwei filmen. Aus, genau. Dann müssen wir schwenken auch noch. Ich werde sterben. Wenn viele Blogger da sind, dann läuft das so. Freunde, die Kohlen sind durchgeglüht und jetzt gibt's einen Spoiler auf eins meiner nächsten Videos. Also sprich das übernächste. Das nächste weiß ich gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Muss ich erst noch bearbeiten und das übernächste natürlich auch. Aber im übernächsten Video mache ich diese leckeren Bratwürste. Thüringer. Und die werden wir jetzt noch und schnell rauswurzeln, dass wir zwischendrin jetzt einmal was gegessen haben. Was Vernünftiges, kein Tofu. Tja Leute, diese Würstchen lassen wir uns jetzt noch schmecken. Und wie dieser herrliche Spaß entstanden ist, oder dieser dramatiöse Spaß, das seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sind raus mit diesem Video. Wie gesagt, da hinten diese Tofu-Gaudi, ihr seht ihr beim, ja komm her, ich rauch gerade, McAllister. Und ihr habt ja auch ein Tofu-Video. Ja. Ja, dann. Natürlich. Die fleißige Mithelferin in meinem Video war die auch Nicole. Hier bei Bösis. Cook and Barbecue oder ja. Wie heißt der Kanal genau? Bösis Cook and Barbecue. Ja, also. Ja. Dann sage ich auf alle Fälle mal danke, dass ihr da wart. War uns eine Ehre. Ja. Und du leg jetzt mal das Handy weg und komm hier auch noch mal her. Sag auch noch Tschüss. Ja, Profi. Oh. Lecker, nur für dich. Also. Was es bei uns gäbe, hat das selber dann bei uns im Video. Ganz genau. Also. Macht's wie gesagt, zwischen kleines Vorguckvideo, ihr werdet alles noch ausführlich sehen. Allen einen guten Rutsch. Wir sehen uns. Rutsch gut. Ciao. Tschüss.